أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Die Frage von dem Bruder: Es gibt Leute, die sagen, ich bin ein Sünder durch und durch. Und dann finden sie eine Gelegenheit am Tage vom Kandil oder anderen Tagen, sagen sie, dann gehen wir heute in die Moschee und werden alles geben und wir meinen wirklich alles. Und wenn wir auch 20 Dosen Red Bull vorher trinken, Hauptsache wir machen die Nacht durch mit Dhikr und mit Gebet, wir werden versuchen, alles an einem Tag zu vollziehen, so dass uns danach vergeben wird. Sag. Was können wir zu dieser Frage sagen? Schaut mal, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal sagt uns im Koran, und er beschreibt eigentlich die Heuchler. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Und es gibt welche unter den Menschen, sie sagen, wir glauben an Allah und den jüngsten Tag. Allah bestätigt jetzt, sie sind keine Gläubigen. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Sie wollen Allah und seine gläubigen Diener betrügen. Ich habe eine Frage an euch. Und selbst wenn vielleicht hier Leute sitzen, die nicht viel von der Religion verstehen. Ist in unserer Religion klar, dass wir beten müssen? Ja. Ich frage in die Runde, wer sagt, das Gebet ist Pflicht? Alle? Das Gebet ist Pflicht. Wir haben gesagt, wie oft hat Allah das erwähnt im Koran? 86 Mal. So gut, passt ja. Es gibt doch überhaupt keinen Meinungsunterschied über das Gebet. Wie oft betet ein Muslim am Tag? Mindestens 5 Mal. 5 Mal ist ihm befohlen worden zu beten. Gibt es hierüber einen Meinungsunterschied? Alle gleich? Alle gleich. Eine Frage. Wann kam dieser Kandil? Oder Isra und Mi'raj und so weiter und so fort, dass die Leute das gefeiert haben. In der Zeit des Propheten Muhammad oder später? Später. Später. Außer Frage. Dann sagen wir nur eine Sache dazu. Wie kann es sein, dass das, was vom Koran und Sunna bestätigt ist, dass ein Muslim jeden Tag beten muss, 5 Mal am Tag beten muss, im Monat Ramadan fasten muss? Wie kann es sein, dass ein anderer kommt und sagt, nein, du hast die Religion falsch verstanden? Kandil ist der Eintritt ins Paradies. Logisch? Für wen ist das logisch? Er soll sich melden. Die Leute, Achim, die lieben es, sich selbst zu betrügen. Die lieben es. Schaut mal die Eier. Und unter den Menschen gibt es manche, die sagen, wir glauben an Allah und den jüngsten Tag. Was kommt jetzt? Aber sie sind nicht gläubig. Allah hat sie aufgedeckt. Wer will sagen, dass er gläubig ist, nachdem Allah ihn ein Lügner genannt hat? Wer? Diese Leute, sie wollen nichts tun an Taten. Und dann gehen sie an einem Tag, der bestätigt oder nicht bestätigt ist. Okay, wir sagen, er ist bestätigt. Sagen wir, er ist bestätigt. Das stimmt nicht. Das ist eine Bid'ah. Aber wir sagen, er ist bestätigt. Was wiegt mehr in unserer Religion? Die Pflicht oder eine freiwillige Tat? Hä? Die Pflicht, oder? Erstmal machen wir die Pflicht. Und dann die freiwilligen Taten. Das heißt, erstmal macht er was? Die Pflichttaten. Und danach macht er die freiwilligen Taten. Diese Leute, Achim, sie wollen gar nichts tun. Und an einem Tag kommen dann die Frauen, die ziehen ihr Kopftuch an und machen 100.000 Mal Dhikr. Und sie beten 100 Raka. Und sie geben, was sie geben können. Und sagen, jetzt wurde uns vergeben. Und das Witzige ist, dass die Leute, die jeden Tag beten, die fasten, die fast jeden Tag spenden, das Gute machen,
Angst haben, vor Allah zu stehen, und die anderen, die sich selbst betrügen, sich sicher fühlen vor Allah. Komisch, oder? Die Welt ist komisch, ja, oder? Die Welt ist absolut komisch geworden. Achi Karim, die Sunna ist zur Bid'a geworden, das heißt, das, was bestätigt ist von unserer Religion. Wenn du das heute machst, schau mal, geh mal hin und geht mal hin zu den Leuten, zu unseren Verwandten, zu unseren Bekannten. Du sagst ihnen, Gebet, Fasten. Er sagt, was kommst du denn hier zu uns mit einer neuen Religion? Du bist der Verrückte. Ihr habt sowieso eine andere Religion. Uff. Uff. Schau mal. Das, was heute Religion ist, wird als Witz verstanden. Wenn du heute zu einer Frau sagst, zu einer Schwester, zu irgendeiner, du sagst ihr, du darfst den Hijab nicht ausziehen, die islamische Bekleidung, selbst wenn du deine Arbeit verlierst, was sagt sie dir? Du bist zu streng. Habe ich das gesagt oder unsere Religion? Unsere Religion. Du gehst zu einem Bruder und sagst ihm, Achi, du darfst nicht im Restaurant arbeiten, wo Schweinefleisch und Alkohol verkauft wird. Er sagt dir, was? Ehrlich gesagt, wenn alle so sind wie du, dann möchte ich diese Religion nicht annehmen. Uff. Was heißt das, liebe Geschwister? Die Leute wollen nicht den Weg beschreiten, den Weg des Erfolges, sondern sie wollen welchen Weg beschreiten? Den Weg der Dunya. Bedeutet, wir wollen mit der Dunya die Akhira erreichen. Wir wollen mit der Dunya was erreichen? Die? Wir sagen, du musst dich entscheiden zwischen der Dunya und der Akhira. Ja, wallah. Du musst dich entscheiden zwischen Dunya und Akhira. Nein! Ich komme auch mit der Dunya ins Paradies. Höre, was Allah Azza wa Jalla sagt. Man kana yuridu dunya. Man kana yuridu al-ajila. Ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Wer die Dunya begehrt, möchte, er will es, dem werden wir davon geben, wie viel wir wollen, wem wir wollen. Kriegt jeder hier seine Versorgung? Selbst ein Heuchler? Selbst ein Käfer? Heißt das, sie sind gut bei Allah? Heißt das, sie haben eine geehrte Stellung? Antwort: Jeder kriegt hier Versorgung. Den geben wir, wie viel er will. Den geben wir, wie viel wir wollen, wem wir wollen, weil Allah für jeden sein Rizq geschrieben hat, unabhängig davon, ob er ein Gläubiger ist oder ein Kafir. ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمْ. Danach haben wir Jahannam für ihn bestimmt. Danach haben wir Jahannam für ihn bestimmt. Warum? Was wollte er? Die Dunya. Er wollte die Dunya. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبِقَى. Bevorzugt ihr, sagt Allah, das diesseitige Leben, während das Jenseits besser, nur besser und ewiger ist. Du lebst für ewig da drin. Weder gibt es ein Kamdil, noch ein Mandil, noch ein Handil. Es gibt nur einen Handel mit Allah. Und dieser Handel war immer gleich. Damals wie auch heute. Und dieser Handel ist derselbe bis zum Tage der Auferstehung. Der Weg ist bekannt. Und diese Leute, sie wissen, dass sie sich selber betrügen. Soll ich dir die Antwort sagen? Sie wissen, dass sie sich selber betrügen. Soll ich dir sagen, was der Beweis ist? Wenn es ihnen schlecht geht, was machen sie? Sie heben auf einmal ihre? Haben sie vorher auch ihre Hände gehoben, wo es ihnen gut ging? Ja oder nein? Auf einmal sagen sie, Ya Rabbe. Mit Qaltala. Ya Rabbe. Wenn du uns gesund machst, dann werden wir danach beten. Und die besten Muslime sein. Komm, macht Allah ihn gesund. Wo geht er hin? Ins Casino. Bringt es einem Menschen etwas, wenn er sich selbst betrügt? Wallah, es bringt ihm nichts. Deswegen, das sind Verlierer,
Und wenn sie nicht er bereuen, dann werden sie kein gutes Ende finden. Möge Allah Azza wa Jal den Muslimen das Paradies geben.